Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 2 von The Insanity. Ja, das ging ja schon mal gut los, fand ich. Es ist sehr atmosphärisch. Es hat eine austauschbare Geschichte, aber sie wird gut erzählt. Interessante Charaktere und vor allem eine interessante Spielmechanik, an der ich ja jetzt schon bei der zweiten Person mit dem, wofür ich mich entschieden hatte, ziemlich auf die Nase gefallen bin, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und genau da geht's jetzt wieder weiter. Weiter geht's. Also, für die, die beim ersten nicht dabei waren, ich glaube nicht, aber ja. Hotel, Ausbruch, Quarantäne und es steht eine komische Frau vor der Tür. Ja, gut, ne? Ich glaube, das waren so die Highlights. Bitte, helfen Sie mir. Ich werde gejagt. Tür, öffnen. Wer sind Sie? Wer ich bin? Die Tür zu meinem Zimmer ist zugeflogen. Ich komme nicht rein, bitte. Öffnen Sie! Und wir sollen aber niemandem öffnen. Don't open. Interessant die Auswahl, ne? Open the door, open the door, open, 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 oder open the door for her. Ha! Nein, wir entscheiden uns für don't open. Sie sind nicht wie die anderen. Interessant. Ja, ich bin was ganz Besonderes. Ja, und das ist der Grund. Reden Sie mir. Ich möchte mehr wissen. Was sehen Sie? So, und beim letzten Mal habe ich geschrieben, hauen Sie ab. Und das war nicht so schlau. Und dann bin ich dieses Mal still. Das war auch nicht gut. Sie sind da. Ich fühle Sie. Wagen Sie es nicht zu schweigen. Mein Ehemann gab mir Rosen für jeden Jahrestag. Ich habe ihm immer gesagt, ich mag die Violetten. Er konnte sich das nicht merken. Nun ist mein Haus leer. Ich suche nach jemandem, der nicht geht. Sie auch? I want to be alone. Yes, I'm looking for someone. Try to play along. I was looking for you. Also ich muss, glaube ich, mit ihr mitspielen, ne? Alles andere, jede Zurückweisung nimmt die sehr übel. Dann nehme ich mal das hier. Ich habe nach jemandem wie Ihnen gesucht. Oh, das war gar nicht gut. Sie klingen unsicher. Sie werden mich nicht verlassen, oder? Sie wollen mich loswerden. Sie lügen. Der eine, den ich brauche, sagen Sie. Helfen Sie auf die Sprünge. Lüge! Träume im Ozean. Ich fühle sie. Sollte ich Ihnen vertrauen? Beweisen Sie mir, dass Sie mir zuhören. Welche Blumen mag ich? Violette Rosen. Sie haben zugehört. Wir werden nicht alleine sein. Okay. Nur mal Glück gehabt. Sie sind interessant. Ich gehe. Wir werden wieder reden. Ich freue mich nicht drauf. Aber ich bin sie los. Einigermaßen gesichtswahrend, finde ich. Ist wichtig, finde ich. Gerade jetzt, wo ich ihr Gesicht habe. Ja. Okay, getipptes Schweigen. Wache ich unter Wasser auf? Das ist, glaube ich, nicht so geil. Dann will ich erstmal raus hier. Geht aber nicht. Ich kann nicht abheben, ich kann nur gehen. Da vorne ist eine Höhle, dann nehmen wir die doch mal. Da ist ein Abgrund, den würde ich nicht so gern nehmen. Springen kann ich aber nicht. Da muss ich hier irgendwie rumgehen. Aber ist hübsch irgendwie, ne? Wenn ich gerade der akute Stickungstod drohen würde, ich fände es hübsch. Oh, wer bist du denn? Bushi. Eine Moräne. Und eine Höhle.
Ich hatte irgendwie gerade Sonic im Kopf bei diesen Luftblasen. Ich habe in der Kindheit, glaube ich, zu viel gespielt. Es scheint der richtige Weg zu sein. Ah. Ja, warum nicht? Hallo? Ich habe übrigens den Ingame-Sound etwas aufgedreht. Da war letztes Mal ein bisschen leise, ne? Tag 2. Woo! Wir haben Tag 1 überlebt. Und wir liegen wieder im Bad. Aber ich sehe das Rasiermesser nicht. Ach, da ist es. Dann ist gut. Zuletzt hatte er das hier. Da ruft jemand. Ich weiß nicht. Na gut, ich lebe ja auch noch, ne? Das könnte ja durchaus sein. Es geht nicht auf. Was meinen jetzt? Move the cabinet, okay. Ach so, ich will da hoch. Da braucht jemand Hilfe. Ich höre die Stimme wieder. Ist sie das? Wer ist da? Die hat jetzt eine richtige Stimme, ne? Ach, die ist das. Ach so, darum verstehe ich sie. Klar, das hatte er gemeint. Bei den anderen höre ich immer das Wupp, 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 Wupp. Ja. Was ist passiert? Gut, das ist fast vertrauenswürdig, dass sie es gar nicht erst versucht. Ja. Who's standing at your door? Try calling the security guy. Wer steht an deiner Tür? Aber wo ist die? Ah. Okay, probieren wir es. Alles klar, also die Wesen sind wohl blind und reagieren auf Geräusche und das soll meine Strategie sein. Wollen wir das machen? War ja eigentlich ganz nett, ne? Vielleicht gibt mir ja der Pfarrer seine Knarre, das wäre eine Hilfe. Ja. Nicht so gut. Ich kann nicht schleichen. Ich habe irgendwie keinen Schleichmodus. Steht die da auch immer noch, wenn ich da hingehe? Nein, okay. Ob sie weiß, dass ich da bin? Möglicherweise ist sie ja auch noch nicht daran interessiert, mich zu töten. Oh, soll ich das machen? Ja, warum nicht? Junger Mann, bist du das? Sorry, es war idiotisch von mir, sie mit meinen Fragen zu stören. Ich kann nicht mal auf meinen eigenen Sohn zählen. Was sollte ich von einem Fremden erwarten? Ach komm. Was ist mit deinem Sohn passiert? Vor einigen Jahren war ich schwer krank und bat ihn um Hilfe. Ich schickte ihm Geld. Nee, ja, Geld. Achso, er war krank. Oh gut. Ich schickte ihm Geld für die Operation. Aber es half nur eine Weile. Schon bald musste eine weitere durchgeführt werden und noch eine. Ich musste mein Haus verkaufen, um für die letzte zu bezahlen. Und dann stellte sich heraus, dass er total gesund war. Er war nie krank, oder? Ich wünschte, ich wäre so aufmerksam wie du. But alas. Weiß ich, was das bedeutet. Er hat alles verspielt.
Okay, ja. Und was ihm blieb für sein Leben, waren 73 Dollar. Ich habe für ein paar Tage einen Raum gemietet, um rauszufinden, wie es jetzt weitergeht. Ein obdachloser Pensionär mit 3 Dollar. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Und es geht dabei nicht einmal ums Geld. Wenn ein geliebter Mensch dir in den Rücken sticht, erwartest du den nächsten Schubs vom Rest der Welt. Verstehen Sie mich? Mehr als Sie glauben. Danke. Ich brauchte jemanden zum Reden. Ach, das war alles. Okay. Eine gute Tat. Da liegt was, ne? Achso, ich sollte vielleicht einen Aufzug oder, naja, eher ein Treppenhaus suchen, ne? Ah, hier ist der Aufzug. Da lag doch was, ne? Und das ist weg. Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Der Aufzug ist außer Betrieb. Dann muss ich doch rausfinden, was passiert ist. Oh, hier wurde jemand langgeschleift. Wow. Alles klar. Ist da was? Da sitzt jemand. Ach, da war doch dieser Stuhl, mit der die Tür verbarrikadiert war. Jetzt sitzt da jemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe da mal die Treppe hoch und ihr macht euer... Oh fuck. Sie haben etwas vergessen. Sie ist wütend. Ich sollte nicht umherspielen. Sie könnte angreifen. I brought it. I came to... Was habe ich vergessen? Ah! Unser Date. Ich wusste es. Sie sind wie jeder andere. Wir hatten ein Date? Unser Date, Restaurant. Was? Wein. Und Fleisch. Ich habe das Kleid in meiner Lieblingsfarbe gefärbt. Ja, das sehe ich. Ganz schön. Hinreißend. Darling, du erinnerst dich an meine Lieblingsfarbe, oder? Es ist... Aber es war doch violett. Warum ist violett nicht dabei? Aber dann nehme ich jetzt rot. Gut. Ja. Die Farbe des Nebels. Die Farbe der Träume. Ich muss gehen. Es ist immer noch so viel zu tun. Vorzubereiten. Okay. Dann... Oh, okay. Was denn noch? Wohin gehst du? Versuch nicht wegzurennen. In Ordnung? Und Booker Table. Ich werde dir nicht vom Mädchen erzählen, sondern nur vom... Ich will das Hotel erkunden. Oh, das war wieder nicht gut. Ohne mich? Unmöglich. Ah. Die ist echt anstrengend. Okay. Wir sehen uns im Restaurant. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spielprinzip so spannend sein kann. Aber hier komme ich... doch weiter. Es hat... Oh. Armes Vögelchen. So, ich bin auf der 4. Etage. Wie war die Nummer nochmal? Ich hab's vergessen. Mal Schluck trinken. Lecker Apfeltee. Gut, es gab einen Speicherpunkt. War das irgendwas mit 7? 407 vielleicht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ja.
soll sie mit Lärm ablenken, aber wie soll das gehen? Oh mein Gott. Das war ich aber. Boah, was ist passiert? Ich habe mich hier. Ah, hier flog ein Köpfchen. Achso. Okay. Oh. Oh mein Gott. Ich habe mich echt erschrocken. Ah, okay. Vielleicht finde ich hier was, was Lärm macht. Jede Menge eigentlich. Oh, hier hat aber jemand viel, viel Seife gewollt. Okay, bis hier ist der Weg frei, aber irgendwer wird diesen Kopf ja geworfen haben. Moment, ich konnte sie ja hören, die muss ja im gleichen Flur sein. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich gucke mich ja trotzdem mal um, nur zur Sicherheit. Das könnte halt auch noch hinkommen. Ich kann sie hören. Kaugummi. Entschuldigung, there's a trading card. Gut, das ist eine Sammelkarte mit einer romantischen Phrase auf der Innenseite der Packung. Es ist mir peinlich, es zuzugeben, aber ich habe keine Erfahrung mit solchen Dingen. Es könnte noch nützlich sein. Ja, das könnte es. Vorhin hatte er auch schon versucht, das Gespräch mit Kaugummi zu lenken. Ich finde die auch echt schwer einzuschätzen. Mit der Wahrheit hat sie es nicht so. Mit Lügen aber auch nicht. Da geht ja eigentlich nur noch Charme, um die Konfrontation mit ihr zu lösen. Und sie hat, glaube ich, eine gewisse Freude daran, dass ich ratlos bin. Oh. Problem. Ich bewege mich nicht. Okay. Er kann ja nichts sehen, nur hören. Warum super, dass ich hier unter ihr wisst schon. Ununterbrochen quatsche. Da, den meint sie. Und den muss ich jetzt mit Lärm ablenken. Wie soll das gehen? Ich brauche etwas, um ihn abzulenken. Ja, genau. Ich brauche den Schlüssel des Nebenraums. Vielleicht finde ich ihn. Vielleicht kann ich ihn hier irgendwo finden. Ich muss den Korridor absuchen. Ich nehme mal an, diese Schallwellen sind der Bereich, den er wahrnimmt. Search the body. Nichts hier. Sie sollte vielleicht auch nicht so viel schluchzen. Das hört er doch. Search the body. Auch nichts. Search the body. No Blut und Stückchen. Wer mag ihn so zugerichtet haben? Ich schätze, einer von denen steht da gerade an der Tür. Search the body. Auch hier nichts. Ah,
Ah, 405, das ist gut. Meine Hände sind blutig und es stinkt. So ist das, wenn man Leichen durchwühlt. Gut, also ab in 405. Flasche könnte man doch werfen. Ah, ich könnte es anmachen. Da sollte ich mir aber auch überlegen, wo ich anschließend hingehe. Wahrscheinlich schnell raus, ne? Also dann mache ich lieber doch schon mal wieder die Tür auf. Radio, nichts wie raus, ne? Open Battery Compartment. Extract the batteries. Okay. Put away the radio. Okay, es ist jetzt gerade anders gelaufen, als ich dachte. Ich habe jetzt Batterien. Was soll ich mit diesen Batterien? Soll ich die werfen oder was? Examine the clock. Ah, jetzt verstehe ich. Hier einen Timer einschalten. Insert the batteries. Jawohl. Jetzt wahrscheinlich so ein bisschen countern, damit ich erstmal set timer for 30 seconds. Escape from the room. So. Na, wann geht's los? Ich geh schon rein. Sehr gut. Tür zu. Oh, jetzt nimmt dein Wecker auseinander, wie es aussieht. Ja, ich bin's. Danke. Denn wir werden gerade die Hosen voll. Okay. Da bist du ja. Hm. Wie meins? Ich hoffe, du zahlst nicht weniger. Hi. Thank you for not giving up on me. Ach, na klar. Ich, also das Spiel wollte es so. Help me pack my things. We need a hurry. He'll be back soon. In Ordnung. Was brauchst du denn so? Warum hast du sie noch nicht gepackt? Gute Frage. Ah, okay, ein Argument. Take the bag. We need to grab clothes and food. Take whatever you think is needed. Okay. Dann sammeln wir mal. Oh, wir haben einen Countdown. Keine Ahnung, wofür wir es gebrauchen können. Gerade die Tasche kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Essen, trinken, das ist gut. Ist das so irgendwas? Lampe? Das Bild? Wollen wir einen Stuhl? Einen Stuhl? Stuhl, Stuhl, ganz. Im Ernst? Okay. Wir haben Countdown, Mädchen. Grab the package. Von mir aus. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ja. Alles klar. Mir doch egal. Hier ist auch noch was. Ist das auch noch Personal? Ja, ich war gerade dabei. Das finde ich schon interessanter. Gut. Sonst noch was? Okay. Ja, ich bin ready. Von mir aus kann es losgehen. Great. We should go. Ja. Be quiet.
Ja. Gut. Oh my God, this is. Let's go. We need to hurry. Ich dachte, wir sollen leise sein. Und jetzt redet sie und läuft. Sorry, wir harmonieren irgendwie gerade gar nicht. Aber gut. Oh Gott, hoffentlich kommt die Frau und weiß uns nicht entgegen. Wie soll ich das schon wieder erklären? Sie ist meine Tochter. Tochter, ja, das ist gut. Ja. Wo soll ich mich denn verstecken? Hier ins Eckchen? Okay. Okay. Ein QTE, wenn man so will. Wo sind wir denn? Da. Gut. Was ist denn nicht aus dem mit dem Oh Zimmer mein Gott. geworden? Ja, komm, laufen wir. Ja, leider. Gut. Nach dir. Gut, los geht's. Ich habe das gedrückt. Keine Ahnung, was. Jetzt das Problem war. Na gut. Noch ein Versuch und Oh mein ansonsten mache Gott. ich halt einen Cut. Bis ich es rausgefunden habe. Sieht man noch mal genau durch. Vielleicht ist da noch ein Unterschied zwischen drücken und halten. Kam aber sehr schnell hintereinander, darum. Ich glaube, drücken war schon richtig. Schauen wir mal. Ja. Ist ja nicht zu überhören. Ich finde deinen Gürtel cool. So. Hold down, okay. Oh Mann. Okay. Das war's. Gut. Das war mein Fehler. Denn es sah für mich so aus, als hätte er von links auf rechts gewechselt. Ja, ich glaube auch, er ist weg. Alles gut. Das Spiel sagt es gut. Let's go. We need to go downstairs before it returns. Einverstanden. Du weißt ja nicht, was uns da erwartet. Ja, du bist meine Black Lady und da ist noch meine White Lady. Ah, gut. So, this is your room? Ja. We are finally here. Pass me the backpack. Bitte sehr. Let's see what we managed to grab. Ich glaube alles, oder? It's a shame we couldn't bring more food. I hope this will be enough. Oh, ich habe einen ganzen Kühlschrank voll, I alles have enough gut. clothes. That's great. Ja. We've collected everything we need. Thank you so much. You helped me. So my supplies are your supplies.
Dankeschön. Wir teilen. Sorry that I'm asking you just now, but can I stay with you for a couple of days? I've nowhere to go. Das ist, glaube ich, sogar gesund, ne? Wenn man hier mehrere Tage in ständiger Angst alleine lebt, das finde ich gut. Eigentlich sollte ich dankbar sein. Besides, the two of us will be safer together. Das auch, ja. Tell me about the package, tell me about the brochure. Yeah, I guess. Hm, was interessiert uns am meisten? Eigentlich, was in dem Päckchen ist, ne? It's nothing special. Just some papers and personal stuff. Okay, das kann sein, zugegeben. Das wickelt man ja sinnvollerweise auch in solche Folienbeutel ein. Dann erzähl mir was über die Broschüre. This is from the church I went to. Ha! Ich wusste es! Some not so pleasant memories about oh, it. Okay. Aber ich habe doch erzählt von der Theologiestudentin, die einen ähnlichen Style hatte. Ja, sie hat auch Verbindung zur Kirche. Ja. Thank you. You have no idea how grateful I am. Auch kein Ding. I'm dead tired. Where can I lie down? Ja, ist doch absurd. Wir wissen doch, wir schlafen eh im Bad. Weder auf der Couch noch im Bett. Sie kann haben, was sie will. Sie kriegt das Bett. Sure. You need a rest too, okay? Ja, na klar. Hey, thank you again. You helped me a lot. Hm. And one more thing. I completely forgot to say that. Na, was hast du vergessen zu sagen? My name is Robin. Ach, Robin. So, hi, Robin. Nice to meet you. Ja, freut mich. Okay, cool. Haben wir wieder einen Abschnitt geschafft. Hey, I'm here. Wo? Come here. Wir sind wieder unter Wasser, ne? Hier? Hm, mein Bad sah auch mal anders aus, oder? Oh Mann, es geht hier wieder ab. Ich träume ja wohl hoffentlich. Da kann ich nicht durch, okay. Hm. Wie das gleiche Gefühl, erhebend und beängstigend zu gleichen Teilen. Du bist nicht Robin. Ich habe auf dich gewartet. Ein Glück, dass du endlich gekommen bist. Es war so gruselig da draußen, oder? So viele Menschen. Jeder wollte irgendwas. Oh ja, ja, das kenne ich. Ein Mann mit einer Waffe. Priester, erinnerst du dich? Er war voller Wut. Er hätte dich fast getötet. Er klang wahnsinnig. Er versuchte das Richtige zu tun. Er war verängstigt wie ich. Ich glaube, das passt aber noch am besten. Er versuchte das Richtige zu tun. Und das rechtfertigt seine Aktion? Naja gut, er hat ja nichts gemacht. Interessante Schlussfolgerung. Der Wächter. Er sagte dir, was zu tun ist. Er kam nie raus, um zu helfen. Weder dir noch dem Mädchen. Was denkst du über ihn? Alles, was er tun kann, ist kommandieren. Ich toleriere ihn, solange er nützlich ist. Er hat mir geholfen. Er hilft so gut, wie er kann. Ich glaube, das Mittlere passt am besten. Das ist die richtige Einstellung. Benutz ihn. Lass ihn nicht in dir im Nacken sitzen. Denn er hat schon überlegt, wie er dich benutzen kann. Das Mädchen, du hast sie gerettet. Du hast sie in deinen Raum gelassen. Du hast sie sogar, ihr sogar ihr Bett gegeben. Armer, naiver Junge. Du weißt noch nicht mal, wer sie ist. Denkst du nicht, sie ist zu freundlich? Sie benutzt mich, sie verbirgt etwas, sie will überleben. Ja, davon gehe ich auch aus. Natürlich. Und was ist sie bereit dafür zu tun? Was ist sie bereit dafür zu opfern? Sieh sie an. Leute wie sie sind überall. Sie kommen nur, wenn sie was brauchen. Und dann gehen sie wieder. Sie gehen immer. Du bist hergekommen, damit das nie wieder passiert.
Aber sie haben dich sogar hier gefunden. Sie wollen dich nicht. Sie wollen, wozu du gut bist. Und du brauchst das nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr. Wer bist du? Du wirst dich erinnern. Wichtig ist, dass ich zurück bin. Und ich werde dich nicht wieder alleine lassen. Aber es ist Zeit für dich zu gehen. Wir haben einiges zu tun. Ich glaube, ich bin der Wahnsinnige. Sag's nur. Day 3. Jetzt haben wir Tag 2 überlebt. Und wieder haben wir im Bad geschlafen. Und was machen diese Blutflecken da? Ich hoffe, ich hatte nur schmutzige Finger. Hi. Schmeckt's? Good morning. Morgen. I thought you'd sleep on the couch. Are you an aesthetic monk or something? Nee, ich schlaf da, weil, wenn die Monster kommen, fressen sie dich zuerst. Seriously, why are you sleeping in the bathroom? Es ist sicherer, ich fühlte mich krank. Das ist eine Lüge? Ich dachte, deshalb macht er das. Ich weiß es nicht. Nee, dann weiß ich es nicht. Wenn das nicht der Grund ist. Maybe you were sleepwalking? I can look for some sleeping pills. Ach, dann lag er da gar nicht freiwillig. Gut, sie hatten mir was zum Schlafen angeboten. I prepared some breakfast. I wanted to make it seem like we had more than we do. It didn't turn out very well. Bitte, Banane, Apfel, Bagel und ein paar Chips? Also mein Frühstück sieht kleiner aus. Please help yourself. Na klar. There is something crazy going on. Horrible stuff. Where do you think this all came from? Oh, keine Ahnung, woher das kommt. Klingt, als wären wir in jemandes Albtraum. Das passt noch am ehesten. Eine Art Krankheit, das Ende der Welt, ein Wort Aliens. Irgendeine Krankheit, aber das ist... ich glaube, wir sind wirklich in jemandes Albtraum. And who sees it, you or me? My imagination isn't that good. Okay, wer sieht den? Sie oder ich? Ich esse lieber noch was, genau. Was denkst du über den Wächter? Was denkst du über das Monster? Was denkst du über die weiße Lady? Das würde mich interessieren. I'm not sure she's still a person. I heard her talking to someone. The voice was maddening. Literally. I barely managed to close my ears. Okay, sie scheint sie also zu kennen. Sie ist sich nicht mal sicher, ob es noch ein Mensch ist. Sie hat mit jemandem geredet, ihre Stimme klingt verrückt. Und, ja, sie konnte es kaum aushalten. Und ich esse wieder. Wo sind denn ihre Beine? Eine steckt im Tisch und... Na, egal. Warum bist du in die Stadt gekommen? Was, sei ehrlich, was hast du hinter dem Stuhl versteckt? Wo sind deine Eltern? Also ich hielt es für schlau, nicht weiter zu insistieren. Ich würde tatsächlich fragen, warum ist sie in der Stadt? Me? Ja. I came to visit a friend. Oh, das klingt... She invited me to her wedding and... Sie ist auf eine Hochzeit eingeladen, okay? The phone is ringing. Hast du ein Glück? You need to answer. This is probably something important. Also die weicht mir schon wieder aus. Ich denke, beim nächsten Mal sollten wir schon ein bisschen direkter fragen, was los ist. Ah, der Wächter. Na, wie geht's, Kid? Du brauchst nicht zu antworten, ich kann's mir denken. Wir haben Kontakt mit der Polizei verloren. Und ich komme nicht zu den Rettungskräften durch. Scheint, dass durch die Unruhen in der Stadt die Telefonleitungen abgeschnitten sind. Das ist ein großer Ärger. Aber du hast einen Plan. Nee, ich habe einen Plan. Warum lese ich hier ständig falsch? Da ist eine große Antenne auf dem Dach des Hotels. Wenn wir die anzapfen können, könnten wir irgendein Rettungsteam empfangen. Aber hier ist das Problem. Man muss dort hochklettern.
Warum ich und nicht du? Ich muss die Kameras im Auge behalten. Es kann jederzeit etwas schief gehen. Ich muss sicher gehen, dass niemand verletzt wird. Geh die Treppen hoch bis zum Dach. Da ist ein Restaurant, durch das du aufs Dach kommen kannst. Finde die Antenne und nimm Kontakt zu mir auf durch die lokale Verbindung. Du kannst das Mädchen mitnehmen. Nee, du sollst es nicht mitnehmen. Ihr würdet zusammen zu viel Lärm machen. Viel Glück. Geil. Do you go upstairs? Ja. Sorry, I heard that part of the call. Ja, ich muss hoch. No, I'm not going to just sit on your neck. I'll go downstairs and see what's going on the first floor. Do you need anything? Okay, sie bittet mir an, in der Zeit das erste Stockwerk zu durchsuchen. Aber das ist doch Wahnsinn. Das ist das Risiko nicht wert. Essen und sonstiges suchen. Schau nach dem Wächter. Such nach einem Ausweg. Das ist alles falsch. Das wäre noch am nützlichsten. Dem Wächter traue ich nicht. Geh da bloß nicht hin. Ausweg. Wo sollen wir hin? Draußen ist die Hölle los. Ich glaube, sie soll einfach hier bleiben. Sure? Ja, ich glaube, ja. Fine. Das können wir immer noch machen, wenn uns unser Zeug ausgeht. Okay. Ich warte irgendwie immer noch auf einen Speicherpunkt. Hey. Ja? Be careful. Ja, du sei auch vorsichtig. Und ist nicht alles weg. Das wäre ganz cool. Sonst schicke ich dich wirklich los. So, und warum speichert er nicht? Ich denke aber schon, wir machen hier jetzt mal einen Einschnitt. Vielleicht habe ich auch nur einen Speicherpunkt übersehen. Dann gehen wir das nächste Mal aufs Dach. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Es macht schon Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.